Ja. Ja. Sehr geil. Mit den Netzen kann ich auch irgendwas machen. Ja. Ich glaube, eine Angel oder einen Köcher kann ich mir basteln. Nee, lass mal noch ein. Noch so ein Nest machen. Ja. Ich möchte eigentlich sowas finden, dass wir uns wiederbeleben können, im Notfall. Ich kann mir eine Angel machen. Was, wie kann man denn angeln? Warte mal. Das weiß ich nicht. Mal kurz gucken. Kann ich hier einfach in die See quasi? Ne, das geht nicht. Ich glaube, dafür brauche ich zwar so einen kleinen... Vielleicht in diesen Sumpf-Teil? Ja, vielleicht im Sumpf. Ich habe noch nie geangelt hier. Wie kann man sich dann eigentlich heilen? Mit Essen, oder? Ja, und wenn du Blumen isst. Achso. Hast du noch ein bisschen was für mich? Auch ein bisschen. Zu essen? Ja. Danke. Ja. Okay, jetzt bin ich wieder fast voll. Sehr gut. So, warte, hier oben, hier rechts waren noch ganz viele Spinnen. Ja. So, dann kann ich hier mal sonst auch meine Rüstung anlegen. Hab ich gerade vergessen. Hier sind Blumen. Warte, erstmal die Blumen. So, den hole ich mir gleich wieder. Okay. Ah, die Bäume stehen da scheiße. Warte mal, wollen wir die erstmal weghauen, die Bäume? Wir brauchen ja eh Holz. Oh, okay, jetzt kommt ich bin schon. Ich bin komplett. Ja. Attack! Ja, das ist ein Schloss. Das wir jetzt brauchen. Und ich hab Flaschen drin. Oh, das Netz ist jetzt auch down. Oh. Ja, perfekt. Awesome. Also ich kann jetzt was machen, dass wenn einer von uns stirbt, dass er wiederbelebt werden kann. Das ist cool. Essen die Schweine eigentlich auch rohes Fleisch oder nur gebratenes? Weiß ich nicht. Ich hab den einen gebraten. Warte, soll ich den... Ja, ist der gestorben, der hier war? Nee, der ist hier bei mir. Oder ist das der? Gestorben? Das ist nicht meiner. Okay. Dann ist meiner gerade gestorben. Oh. Ruhe in Frieden. So, jetzt habe ich einen neuen. Ich nehme meine Pinien gerne mit. Jo. Ich nehme das ganze Holz mit für unseren Holzflur. Ja, den kann ich auch noch nicht craften. Oder was brauchen wir jetzt für diese Alchemie-Maschine? Die können wir uns schon machen. Das ist cool. Wollen wir dann jetzt schon zurückgehen, oder? Ja, erstmal zurück. Okay. Mal, hier sind noch Bären. Kann ich super gebrauchen für meine Falle. Hier sind noch Blumen. Kann ich auch super gebrauchen für mein Leben. Ja, aber die geben nicht wirklich viel. Ja. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man sich sonst heilen kann, also von daher. Mit diesen, womit man sich das herstellt, dass man wiederbeleben kann, damit kann man sich auch sonst nochmal einfach heilen. Achso. Naja, aber ist ja viel zu wertvoll. Ja, ja, es zieht mir nur ein bisschen Sanity und ein bisschen Leben ab, wenn ich das jetzt crafte. Achso. Wie kann man denn Sanity wiederherstellen eigentlich? Meine Sanity ist übrigens wieder voll. Ja, mein auch. Mit Blumen. Und du kannst dir dann so einen Blumenhut machen. Achso, das ist cool. Er füllt das auch wieder auf. Hier. Ja, wollen wir mal Teil so einen machen? Dann habe ich jetzt mal ein paar Blumen. Ich pack mal hier in die Kiste dieses Telltale-Haar. Okay. Damit können wir uns dann wiederbeleben. Im Notfall. Und dann hole ich noch Gold und mache eine Alchemie-Maschine. Okay. So. Hut, Blumenhut, something to soothe the nerves. Okay. Warte, hier. Gift. Du stehst da ungünstig. Hier, kannst du ihn annehmen. So, hier, warte. Ja. Alter, die sind super zum Fuel machen. Mhm. Da brauchst du nur irgendwie 3 Stück und du kannst eine richtig, also und das brennt dann richtig lange. Das ist krass. Ich kann eine Lightning Rod machen. Ja, der wehrt Blitze ab, aber das willst du nicht. So, ja, mir nützt das nicht wirklich viel. Hast du noch ein paar Flints? Ja. Brauchst du welche? Ja, 2. Von Axt. Warte, ich geb dir ein paar mehr. Ja, du kannst die nicht mehr halten. Warte. Doch, kann ich. Ich geb die mal trotzdem hin. Da liegt auch noch einer. Ja, take some food. So. Dann baue ich mir erstmal eine Axt nochmal. Ich kann auch ein bisschen Holz choppen.
Oh, der macht ja mit, stimmt. Ja, ja. Der greift auch die Bäume an. Sehr cool. Aber er geht gleich eh wieder nach Hause. Naja. Da machen wir einen weiten Weg. Wir müssen uns, glaube ich, noch eine Kiste machen. Ja. So. So, ich mache erstmal noch ein bisschen Holz. Was wird noch? So. Und jetzt? Ach, die brauchen... Hä? Können die normales Holz essen? Fangen wir mit einer kleinen Mauer an, ne? Okay. Guck mal, der Schweinekönig schläft. Was jetzt? Geil. Siehst du, da kann ich dir helfen, warte. Oh ne. Wenn du auf die Mauer klickst, verstärkst du die. Ja, ich hab aus Versehen daneben geklickt gerade. Oh warte, hätte ich auch fast. Nein, das ist schwer dazwischen zu klicken. Funktioniert nicht. Das ist einfach ein Eingang von uns. Ja, okay. Kann der Schwein da mal weggehen? Ich würde sagen, hier zum komischen König lassen wir auch erstmal offen, oder? Ja, genau. Es ist, glaube ich, wichtiger, dass wir hier gegen den Wald geschützt sind. Ja, ich wollte mir schon mal ein bisschen beim Feuer machen. Jo. So, was würde ich jetzt... Dings wollte ich jetzt mal einen Wooden Floor. Sehr gut. Oh, ich muss mal wieder ein bisschen was essen. Essen wird jetzt demnächst, glaube ich, auch knapp bei uns. Ja, ich habe auch nichts mehr. Aber ich habe noch das hier. Also ich guck mal, was man so für eine effektive Farm braucht. Brauche ich noch ein bisschen Blut von dem Schwein. Das Problem Hast ist, du noch was? Nee, oder? Blumen bringen gar nichts zu essen. Nee, nur ein bisschen Leben. Aber ich kann ich eine Falle immer noch bauen? Nee. Dazu fehlen mir jetzt die Spinnenweben. Schade. Na gut. Food. Ich auch nicht. Ich kann eine Basic Farm bauen, wenn ich noch Dung und Holz hätte. Also eigentlich brauche ich nur Dung. Ja, hol ich gerade. Holz gibt's ja. Können wir gleich machen. Ich würde sagen, wir machen dann gleich die effektivere. Ja. Unsere Berries wachsen leider noch nicht. Und den hat, glaube ich, keiner mehr Hunger. Ach, doch der. Ja, jetzt brauche ich langsam Essen. So. So, da ist hier schon mal ganz schön aus. Hast du ein bisschen Heu? Heu, ja. 4 Stück. Ah, dann brauchen wir noch mehr. Ist hier bei uns in der Nähe irgendwo was? Müsste eigentlich so viel rumstehen. Was sieht's? Hier ist noch ein Nest mit ich Spinnen. Ich hol mal kurz ein bisschen. Wollen wir erstmal das Spinnennest hier fertig machen? Achso, da. Kann man machen. Ja, Fleisch, das können wir mal essen. Mal erstmal die Spinnen rauslocken, einzeln. Oh. Ja. So viel zu einzeln. Ey, greif doch an! Ah, Fleisch, sehr geil. Ja. Ich glaube, das Fleisch essen wir lieber, oder? Das sieht, glaube ich, Leben ab. Echt jetzt? Das Monsterfleisch ist. Ja, ich glaube schon. Okay. Dann fütter ich die Schweine damit. Ja. Ich guck mal kurz, wo ich ein bisschen Heu herbekomme. Okay. Oh, hier liegt Fleisch einfach so rum.
Normales Fleisch oder Monsterfleisch? Normales. Das lag einfach im Sumpf rum. Okay, cool. Da wird irgendwas von diesen Tentakeln getötet. So. Ich hab keine Schaufel. Kann ich die Gräber wieder ausgehen? Vielleicht sollten wir nochmal gucken, ob wir so eine Buffalo finden. Noch ein Blutgem. Was finden? Diese Beefalos. Weil die Schweine nehmen immer Essen und dann geben nur so ein bisschen. Ja. Weißt du. Und die Beefalos geben automatisch, ne? Ja, das ist dann auch immer ziemlich viel. Vielleicht auf einmal. Wie ist denn das? Kann man die roten Pilze essen? Ich kenne mich mit Pilzen hier nicht aus. Okay. Vielleicht zieht das dir auch Leben ab. Ich weiß nicht. Ich probier's einfach mal. Ich koch die vorher und dann wird's vielleicht. Okay. Vielleicht gut. Ja, dann musst du darauf gucken, wenn das so rot leuchtet, verlierst du ja was. Ja. Na, fast aus dem Spiel geklickt hier. Erstmal noch ein paar leckere Samen. Mmh. Dann sammle ich mal die Pilze ein. Oh, mein Held sieht echt schlecht aus. Examine. Ich hab kaum noch was zu essen. Aber mir sieht's auch schlecht aus. Give me that mushroom. Oh, Alter. Bin ich hier an den Bäumen fest. Noch einer. Werden wir auch wiederbelebt, wenn wir an Hunger sterben? Egal wie wir sterben, wir können uns wiederbeleben. Okay, gut. So, dann probier es mal aus, hier an die roten Pilze zu braten. So eine leckere Pilzpfanne. Schmeckt doch gut. Nee, das gibt Gesundheit, die Pilze. Aber kein Hunger. Leider. Ich habe jetzt noch so ein Strohgebiet gerade gefunden. Ein Stroh was? Strohgebiet. Ah, hier sind auch Beefalos. Oh, sehr gut. Aber wir brauchen trotzdem Essen. Erstmal. Ja. Können wir uns gleich ein paar Farmen machen. Ja. Ah, hier sind noch ziemlich viele. Was ist denn eigentlich? Bin mir nicht sicher, aber Green, ich glaube, wir hätten woanders unsere. Ein Green Mushroom. Wir hätten, glaube ich, woanders unser Haus bauen sollen. Ja. Was näher an den Hasen und dem Bifidus ist. Oh, die haben Dung ausgeschieden. Mist. Kommen wieder zurück. Ja. Seeds kochen. Ah, jetzt hat sie so gegessen. Fuck. Da hinten. Hä? No like that. Oh. Ich sehe gerade direkt neben unserem Portal, wo wir am Anfang gespawnt sind, sind zwei Strohbiome, ne? Das ist cool. Wenn die nicht nach Hause können, schlafen die einfach auf dem Boden, die Schweine. Oh, interessant. Wollen wir unser Haus vielleicht nochmal verschieben oder wollen wir da noch weiterbauen? Na, jetzt haben wir ja schon so weit ausgebaut, ne? Ja, das Problem ist, da ist halt nicht so viel. Also wir müssen recht weit laufen, um da hinzukommen. Ja, stimmt allerdings. Können ja mehrere Basen aufbauen quasi. Ich probiere jetzt mal den Grünpilz aus, das ist meine einzige Hoffnung.
auf Essen gerade. Okay, ich versuche dann später auch nochmal so eine Straße so gesehen dahin zu bauen. Das kann man machen. Also diese Wege, wo man schneller ist. Ach, das geht auch. Hm. Ey, alle Pilze geben nur Gesundheit. Keine. Kein Hunger. Fuck. Das ist schlecht. Ich brauche was zu essen. Langsam ist es echt dringend. Wir sind erst an Tag 7. Mhm. Ja, so, ich fange mal an. Jetzt sterbe ich. Echt? Ja. Komm mal schnell zurück zu unserer Base. Kein Essen mehr. Verliere schnell Leben. Ich komme mal schnell zurück. Ob ich das überhaupt noch schaffe? Ich weiß, die Schweine droppen auch Fleisch, aber die will ich natürlich nicht angreifen, das wäre relativ doof. Wie weit bist du denn genau weg? Ich bin schon hier. Warte. Und ich bin auch halb tot. Bleib mal stehen. Ja. Oh, was war das denn? Gib dir was zu essen. Das kann man auch so direkt machen. Oh, danke. Boah, zum Glück. Zieh ich hier. Ich würde mich trotzdem mal. Hier unten habe ich schon eine Farm gemacht. Auf die Suche begeben. Hast du ein paar Steine? Drei Stück. Ach verdammt, ich brauch vier. Was hab ich noch welche denn? Nimm doch schon mal die drei, dann hast du. Brauchst du noch einen. So. Okay. Kann man die Blue Gems stacken? Ja, kann man. Hast du einen zweiten gefunden? Ja, ich habe einen zweiten aus dem Grab ausgebuddelt. Wo kann man hier jetzt schnell Steine bekommen? Ich gucke mal. Da oben sind noch Bärenbüsche. Ich hoffe mal, dass hier oben noch irgendwas ist, was ich brauchen kann. Bringen wir eigentlich meine Schweine noch? Nee, oder? Die hören irgendwann auf, einem zu folgen, oder? Die Schweine? Weiß es nicht. Hast du so weiter oben von unserer Base auch schon viel erkundet? Na ein bisschen was. Da oben sind noch ganz viele Spinnennester. Auch ist hinter dem Waldbiom vielleicht noch irgendein anderes Biom? Das weiß ich nicht, so weit war ich noch nicht. Das sollten wir vielleicht mal gucken, vielleicht ist da direkt ein Strohbiom. Kann man denn die Kamera nochmal drehen? Mit Q und E. Ah. Vielleicht ein paar Seeds aufsammeln, die essen. Mh, lecker. Ah, ich hab einen Stein gefunden. Geh ich da mal hoch? Ah, Bären! Yes! So, aber bis jetzt geht's uns eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, bis jetzt geht's. Bisschen Essensnot, aber. Jetzt ist alles okay. Hier ist noch ein Spinnennest. Ah, hier sind eh so viele. Komm, mehr Seeds, yay. Ich freue mich gerade über jeden einzelnen Seed, den ich finde. Und da oben ist ein Stein. Kann man schnell abbauen hier. Und da oben sind Bären. Wir müssen übrigens aufpassen, die Hunde kommen jetzt. Jederzeit. Echt jetzt? Jetzt schon? Wir sind schon bei Tag 8. Ach du Scheiße. Da kommen die meistens so. Aber doch nur nachts, oder? Also ich habe die bis jetzt nur nachts gesehen. Nee, ich habe. Bei mir kommen die meistens Tag. Eigentlich. Echt? Das ist nicht so cool. Naja, wenn ich sie sehe, renne ich schnell wieder nach Hause. Die Schweine schlagen die doch auch, oder? Müssen sie.
Also ich denke schon. Gut. Ich nehme noch einmal Berries mit und dann komme ich wieder nach Hause. Na, sieht. Ich hoffe mal, die Schweine mögen uns noch und kommen mit. Dann können wir hier gleich mal ein bisschen richtig auf Spinnen-Action gehen, weil hier oben ist richtig viel. Spinnenalarm. Ja, schnell wieder zurück. Oh, noch was jetzt. Vielleicht ist auch schon wieder Nacht. Wo bin ich? Ach, ich bin gleich da. So, hier sind wir schon. Schon, na, die Berries sind auch nicht nachgewachsen. Schade. Wo bist du gerade? Ich bin neben unser Haus. Achso. Da haben wir gerade ein bisschen Holz. Nein! Oh! Jetzt hätte ich fast aus dem Spiel geklickt und das Fenster geschlossen. Alter. Das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Nee. Wäre es das gewesen mit der Aufnahme?